festen Grip. Er schlug sein Weib, warf sie ins Feuer und raubte ihr Kind. Der Bastard hauste in einem Käfig und schlief. Doch dann kam der düstere Tag, als er die Höhle verließ. Er überquerte die hohen Berge und zog an den Fluss, versklavte die Tiere und aß die verbotene Frucht. Und seine Gier war sein Kreuz, er probierte von allem. Doch was er wirklich vermisste, war ein natürlicher Feind. Der Bastard sah sich im Wasser, er tobte im Rausch. Zerbrach er den Ast und formte Pfeil und Bogen daraus. Vor dem Wort war die Faust, Blut tränkte das Land. Lange bevor das schwarze Pulver in seine Hände gelangt. Er wendete die Flammen und kreierte Technologie. Doch umso mehr er sich wehrte, regierte die Bestie in ihm. Seine siedende Konkubine empfingen den Sohn. Die frohe Botschaft der heiligen Inquisition. All die falschen Propheten täuschen die Kinder der Gier. Sie bauten gigantische Mausoleen, die den Himmel berühren. Es ist ein wütendes Morgen, seit er den Globus bewohnt. Doch mit jeder blutigen Orgie wuchs seine Population. Glaub es mir, Bruder, keine Zukunft ist jetzt. Denn wenn ihr der Hunger nicht tötet, dann tut es die Pest. Bastard Homo sapiens. 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 Es kam der Moment, dass sich der Bastard aus der Knechtschaft erhebt. Er stahl den Blitz vom Himmel und erschuf Elektrizität. Er setzte die Welt unter Strom, er hellte die Nächte mit Flur. Er fand die Mikrowelle, toastet den elektrischen Stuhl. Der Bastard wurde human in der Zeit. Er erschuf die Dampfmaschine, sie erleichterte die Sklavenarbeit. Er vergiftete die Flüsse, stahl die Früchte des Meers. Tötete seine Brüder für eine Handvoll glitzernden Erd. Er schluckte das schwarze Blut der Erde, groß war der Durst. Doch überall, wo er saugte, färbte der Globus sich rot. Er bemerkte, die ganze Erde ist von Geschwistern bewohnt. Doch er wollte nicht teilen, so spielte er mit dem Atom. Das Biest hatte ein langes Leben, doch glaub nur, wird es sein. Morgen zündet die Bombe, der nächste Urknall ist reif. Die Herrschaft über die Flamme hat ihn emanzipiert. Der Kreis schließt sich, denn das atomare Feuer beendet es hier. Bastard Homo sapiens. 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 Und nun, Brüder und Schwestern, schaut ihn euch an. Ja. Ihr seht ihn so, wie wir waren, bevor wir Gnade erlangten. Was ihr dort liegen seht, ist der letzte der Wissenschaftler, der Bankiers, der Geschäftsleute, der Nutznießer der Technik. Ja. Bedienen wir uns der Werkzeuge der Technik wie ihr? Nein. Nein. Gehört er zur Familie? Nein. Zu wem gehört er dann? Er ist Vergangenheit und damit tot. Für ihn ist kein Platz hier. Er stinkt nach Öl. Elektrischer Strom umkreist ihn. Er ist überholt. Du bist ausrangiert. Du bist der Abfall der Vergangenheit.